Ja, einen guten Tag Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mal euch zeigen, wie ihr bei einem Schaft, bei einem Pfeil, beziehungsweise bei einem Pfeil mit Aluminiumschaft, also wirklich als Voraussetzung, sag euch das, Aluminiumschäfte sind kompletter Schwachsinn. Wirklich am besten, ich zeige euch das mal, was man am besten damit machen soll. Am besten nehmt ihr hier so einen Schraubstock einfach. Macht am besten einfach den hier, schraubt das Ding da rein, dann holen wir uns einfach einen Gasbrenner, hier den Gasbrenner, und jetzt zeige ich euch, was man mit so einem, verdammten Aluminiumschaft macht. Wir erhitzen den einfach schön und ja, dass der schön richtig glüht, weil, ehrlich Leute, wer braucht schon Aluminiumschäfte, wirklich? Also Aluminiumschäfte sind wirklich einfach der größte Schwachsinn überhaupt. Deswegen hier schön da, damit der so richtig schön glüht. Guck, er biegt sich schon auseinander, er hat schon Angst vor uns. Ja, man sieht jetzt auch, der wird weich. So. Und ja. Das als kurzer Einstieg. Ich wollte euch zeigen, was man mit Aluminiumschäften macht. Aber... Also wirklich, Aluminiumschäfte kann man einfach nur in die Tonne treten, weil die bringen nichts. Ihr seht, die sind so instabil, ich zeige euch das einfach mal. Ihr seht, die taugen nichts, die sind einfach so, die gehen so schnell kaputt. Also wirklich, ja, ich verstehe es auch nicht. Also, wie können Leute damit nur spielen? Von daher, einfach weg damit. Aber ja, darum soll es heute nicht gehen. Also es geht heute schon darum, beziehungsweise es geht eben nicht darum. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr bei einem Plastikschaft, beziehungsweise bei einem Barrel, hier, der muss erstmal rein, der Barrel. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Plastikschaft verbindlich an einen Barrel binden könnt. Also das heißt, ja, einfach, dass er nicht abbricht, dass er einfach festhält. Das werde ich euch heute zeigen. Und ja, deswegen am besten zoome ich mal hier drauf. Entschuldigung bitte, das dauert. So, ja, deswegen, wir nehmen einfach ein Feuerzeug und einen Plastikschaft. Und dann natürlich hier erstmal so reinschrauben, das ist ja wichtig, sonst hält das ja nicht. Und dann machen wir es einfach simpel, dass wir einfach wissen, okay, der Plastikschaft hält fest. Nehmen einfach das Feuerzeug und erhitzen dieses. Ich meine, okay, ich glaube, ich mache es jetzt einfach schneller. Ich werde jetzt einfach eine, ich nehme einfach hier unsere Wärmepistole aus dem vorherigen Video, weil dann werdet ihr einen schnelleren Effekt sehen. Aber wenn ihr keine Wärmepistole habt, nehmt ruhig ein Feuerzeug. Nimmt zwar ein paar Minuten mehr in Anspruch, aber es geht schneller. Auch übrigens, das hier ist keine Werbung. Ich kenne die Marke noch nicht mal, aber den haben wir jetzt hier so rumliegen. Deswegen, wir nehmen einfach diese Pistole, stellen ihn einfach hierbei jetzt auf die niedrigste Stufe, beziehungsweise auf 1, und erhitzen einfach diesen Plastikschaft, damit er einfach an dem Barrel festhält. Wir können auch gerne die zweite nehmen, dann geht das ein bisschen schneller. Man muss ihn auch schön gleichmäßig von der Seite erhitzen. Damit man halt den Schaft nicht kaputt macht, sondern dass er einfach wirklich nur festhält, weil mehr will man ja nicht. So, das hat jetzt schon mal funktioniert. Wir lassen das Ganze kurz abkühlen. Und ja, wie ihr seht, ich mache das mal ab. Oh, ist ein bisschen warm, aber das ist nicht so das Problem. Jetzt können wir nochmal mit dem Feuerzeug hinterhergehen. Ich nehme mal hier die Zange. Beziehungsweise, diese Spitzzange. Ich werde einfach mit dem Feuerzeug nochmal drunter halten. So. Das auch schön, das letzte Plastik, sag ich mal. Es muss halt nur ein bisschen weich werden, einfach damit, einfach dieser Plastikschaft sich einfach nicht mehr so schnell löst, weil, ich hab halt irgendwie in den Kommentaren auch gelesen, so, dass ich so einen Plastikschaft sehr schnell lösen mag. Und ja, deswegen zeige ich euch einen Tipp.
ja, der euch einfach weiterbringt und womit ihr einfach, ja, solche Probleme aus dem Weg gehen könnt. So, jetzt hole ich mal kurz was, um das schnell abzukühlen, weil das dampft jetzt halt ein bisschen. Jetzt nehmen wir hier einfach irgendwie so ein Spray. Sprühen das da ein bisschen drauf. So, jetzt hier nochmal kurz drauf. So, und jetzt ist das Ganze auch schon fertig. Und meines Wissens nach, ja, gut, ihr seht hier, man hat noch ein bisschen Spiel. Aber, also ich kann hier ziehen, wie ich will, da geht nichts. Da geht einfach nichts. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen Spiel, aber ich kann hier auch weiter drehen, also ihr seht, ne, ich zitter schon, da geht echt nichts. Also ein bisschen Spiel ist halt da, aber so, ich könnte ihn jetzt auch versuchen wollen abzureißen. Ich kann auch hier bis zum Spielraum gehen, aber da löst sich einfach nichts. Deswegen, ja, einfach mein Tipp an euch, macht das so, wie ich euch das gezeigt habe und ihr werdet nie wieder Probleme haben mit Plastikschäften, die sich lösen. Ja, von daher, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schaltet doch gerne zum nächsten Video ein und von daher, ich würde sagen, das war's jetzt auch und deswegen tschüss.